Gesund, das wöchentliche Gesundheitsmagazin auf Deutsche Welle TV. In unserem Studiogespräch erfahren Sie mehr über Gesundheit, Fitness, Wellness und Ernährung. Jede Woche neu das Expertengespräch aus Fit und Gesund. Wenn Sie schlecht schlafen, denn dagegen lässt sich zum Glück etwas tun. Und wir wollen genau darüber jetzt sprechen. Bei uns zu Gast heute Dr. Dieter Kunz. Grüße Sie herzlich. Sie sind Schlafmediziner am St. Hedwig Krankenhaus hier in Berlin. Fangen wir vielleicht mit so einer Basisfrage an. Wie viel Schlaf braucht denn eigentlich der Mensch? Schlaf ist genetisch determiniert und sehr individuell, was bedeutet, dass wir sehr unterschiedliche Mengen an Schlaf benötigen. Es gibt Menschen, die kommen mit 4 Stunden allerbestens aus. Es gibt andere, die brauchen unbedingt ihre 10 Stunden Schlaf und daran sollte man wenig ändern. Das weiß jeder, wenn er 20 ist. Das heißt, wenn das Gehirn ausgereift ist zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr, dann weiß jeder, was sein eigenes Muster ist, ob er ein Frühtyp ist, ob er ein Spättyp ist und wie viel Schlaf er braucht. Daran ändert sich dann wenig im Leben. Also ein individuelles Maß, könnte man sagen. Aber wie ist das jetzt, wenn ich mal schlecht schlafe? Das kennt jeder von uns. Wir haben es erwähnt von einer Prüfung, Stress, irgendeinen Grund. Aber ab wann wird es bedenklich? Es wird dann bedenklich, wenn der Patient leidet. Bei einer Nacht sollte er vielleicht noch nicht zum Arzt gehen, aber wenn das chronisch wird und er keinen Grund dafür erkennt, warum er schlecht schläft und er selber nichts daran machen kann, dann sollte er irgendwann mal einen Arzt aufsuchen und gucken, ob etwas dahinter steckt, was man beheben kann. Versuchen wir das mit den Ursachen und Gründen ein bisschen zu verstehen. Was sind denn so die häufigsten Dinge, die mich eben nicht in den Schlaf kommen lassen oder dazu führen, dass ich immer wieder aufwache nachts? Wir müssen erst einmal klarstellen, dass das Gehirn nicht nur am Tage kompliziert ist, sondern dass es auch in der Nacht kompliziert ist. Das bedeutet, es gibt nicht einen Regelmechanismus, der Schlafwach reguliert, sondern es gibt ganz viele Mechanismen. Dementsprechend gibt es auch mindestens so viele unterschiedliche Störungsmöglichkeiten, die den Schlaf dann beeinflussen. Und in dem Sinne muss man immer auch erst einmal gucken, was ist denn eigentlich die Ursache, bevor man symptomatisch zum Beispiel, ob mit einer Verhaltenstherapie oder auch mit Medikamenten behandelt. Jetzt sind Sie Psychiater. Beginnen wir vielleicht mal mit den psychischen Erkrankungen, die auch Schlafstörungen auslösen können oder zur Folge haben oder auch umgekehrt. Wie ist das bei Depressionen zum Beispiel? Da schlafen die Betroffenen schlechter. Was war zuerst da, die Schlafstörung, die Depression oder ist das gar nicht so wichtig für Sie? Das ist die uralte Henne- oder Ei-Diskussion. Wir wissen sehr gut, dass es keine depressive Störung gibt, die nicht auch mit Schlafstörungen einhergeht. Wir wissen aber auch, dass das Vorliegen von chronischen Schlafstörungen der beste Vorhersagefaktor ist für das Entwickeln einer majoren Depression von einer depressiven Störung innerhalb der nächsten 12 Monate. Also majore Depression bedeutet eine schwere Depression. Eine schwere Depression, so dass nach unseren diagnostischen Kriterien, die auch ganz klar behandlungsbedürftig ist. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es beides gibt. Das heißt, es kann sein, dass Sie eine chronische Schlafstörung haben und dann depressiv werden. Es kann umgekehrt sein, dass die Schlafstörung als zweites kommt. Gibt es auch körperliche Erkrankungen, nenne ich sie einfach mal, die Schlafstörungen auslösen können? Ich glaube, auch das ist relativ einfach und trivial zu verstehen. Es gibt sicher keine einzige Erkrankung des Nervensystems, die nicht mit Schlafstörungen einhergeht. Denn wenn es Erkrankungen des Nervensystems sind, die wir in aller Regel nur am Tage diagnostizieren, haben das natürlich auch einen Einfluss auf das Gehirn in der Nacht und in dem Sinne liegen Schlafstörungen vor. Das heißt, zumindest alle zentralnervösen Störungen gehen mit Schlafstörungen einher. Jede Substanz, jedes Medikament, was Sie einnehmen, was zentralnervöse Nebenwirkungen hat, wird auch den Schlaf beeinflussen. Und in dem Sinne kann eigentlich auch fast jede körperliche Erkrankung mit Schlafstörungen einhergehen. Auch hier muss man immer gucken, was man zuerst angeht, aber Schlafstörung kann ein erstes Alarmsignal sein, auch für körperliche Erkrankungen. Herr Dr. Kunz, was bringt also Neurofeedback, was bringen vielleicht auch andere Entspannungsverfahren? Entspannungsverfahren sind sicherlich dann klug, wenn psychodynamische Gründe und akuter Stress, Anspannung der Grund sind für Einschlafstörungen. Das ist ein Teil der Einschlafstörung und bei diesen Störungen sind Entspannungsverfahren sicherlich die Therapie der Wahl. Jetzt ist es ja häufig nicht so ganz einfach, jemanden zu finden, einen Arzt zum Beispiel zu finden, der sich wirklich mit Schlafstörungen auskennt. Was können Sie da raten? Da sprechen Sie einen wunden Punkt an. Ich denke, dass die Schlafmedizin grundsätzlich das letzte vergessene Fach der Medizin überhaupt ist.
Es geistert zwar überall rum, weil Schnarchen und Atemaussetzer auch vielfach behandelt wird, aber alles, was oberhalb der Nase passiert in Bezug auf Schlaf, ist sehr unterbesetzt und in weiten Teilen dieser Welt auch von den Kassen so nicht finanziert. Also mit oberhalb der Nase meinen Sie das Gehirn in dem Moment? Ja. Zum Beispiel. Mhm. Und wen Sie an solchen Stellen fragen sollten, wenn also Unerholsamkeit des Schlafs im Vordergrund steht oder aber zum Beispiel Störungen, motorische Störungen im Schlaf sind, dann sollte man in erster Linie vielleicht an Neurologen denken, an Psychiater denken, diejenigen, die sich mit dem Nervensystem auskennen. Aber auch da, muss man sagen, ist die Verbreitung von Schlafkenntnissen nicht so, wie wir sie uns dann wünschen würden. Das heißt, konkreter Tipp wäre, ein großes Zentrum suchen, zum Beispiel eine Uniklinik suchen und da gezielt mal nachfragen. So ist es. Ist denn von den verschiedenen Erfahrungen, von den verschiedenen Ansätzen, was würden Sie da sagen, was ist am erfolgversprechendsten, wenn man gegen Schlafstörungen etwas tun möchte? Sie müssen ganz klar als erstes einmal sagen, welche Störung habe ich? Wir kennen mittlerweile über 100 voneinander zu differenzierende Schlafstörungen und die sind alle unterschiedlich zu behandeln. Das heißt, Sie können keinen einfachen Weg gehen. Die Wahl oder der Griff zum Medikament an dieser Stelle sollte immer erst in zweiter Schritt sein. Und als erstes sollte geguckt werden, ob es überhaupt klug ist, ein Medikament zu nehmen, je nach Ursache. Wir haben einige Fragen bekommen zum Thema Medikamente. Ich greife mal eine hier zum Beispiel raus. Sie hat uns aus Argentinien erreicht. Da geht es um die Frage von Juan Rico. Er hat uns geschrieben, wie gefährlich sind Medikamente aus der Apotheke oder vom Arzt? Grundsätzlich ist heute die Situation wesentlich besser als noch vor einigen Jahren. Die alten Benzodiazepine, von denen wir wissen, dass sie nach langen Jahren auch Abhängigkeit zum Beispiel machen können, nicht müssen, aber können, werden doch heute als Therapie, als Ersttherapie wenig verschrieben und die heute vorhandenen Substanzen sind da wesentlich angenehmer und die Gefahren dieser Substanzen sind auch geringer. Die werden in der Allgemeinbevölkerung relativ häufig überschätzt. Gleichwohl erhoffen wir uns schon, dass wir in den nächsten Jahren durch die neuen Erkenntnisse auch spezifische Medikamente bekommen, die wesentlich spezifischer einwirken können und damit dann auch gar keine Nebenwirkungen mehr haben. Schlafen Sie ab und zu auch schlecht? Was machen Sie dann? Wie bei uns allen, jeder hat seinen Grund, warum er das tut, was er tut. Ein wirklich guter Schläfer war ich nie, insbesondere bin ich ein schwerer Spättyp. Und dann nehme ich hin und wieder Melatonin. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Danke, Schwester.